Ja, kommen wir zu den Kosten des Klimawandels. Da liegen aktuelle Zahlen vor. Bettina Seidel in Frankfurt. Die sind nicht ganz unerheblich. Nee, die sind sogar ziemlich heftig. Durch Hochwasser, Hitze, Sommer, Dürre entstehen immense Schäden. Jedes Jahr rund 7 Milliarden Euro. In den letzten 20 Jahren rund sind das immerhin 145 Milliarden Euro gewesen. Rund die Hälfte allein durch den Hitzesommer 2018-19 und die Flut im vergangenen Jahr. Darin stecken aber auch Kosten wie, dass wir nicht so produktiv arbeiten können, wenn es so heiß ist. Es lohnt sich also in mehrfacher Hinsicht, in erneuerbare Energien zu investieren, auch ganz akut, um weniger abhängig zu sein vom Gas aus Russland. Weil das ja Russland-Insidern zufolge nun doch wieder fließen soll nach der Wartung der Gaspipeline Nord Stream 1, fließt auch wieder Geld in Aktien heute. Und der DAX macht einen Sprung nach oben. Aktuell plus 2,8% auf 13.319 Punkte. Obwohl es hieß, dass das Gas wohl auf reduziertem Niveau fließen soll. Danke, Bettina Seidel nach Frankfurt am Main.